schönen guten Tag zu einem neuen Format. Ich habe euch versprochen, Anfang des Jahres, dass, wenn ich jetzt bis Mai oder so zu Neosubs bin, mal mich probiere und versuche in einigen Sachen. Wir machen heute ein schönes Q&A, aber nicht wundern, weil hier sind so verschiedene Sachen aufgebaut. Wir wollen uns einfach mal so ein bisschen nebenbei teilhaben lassen, wie wir uns ernähren und euch das rüberbringen, was wir zu uns nehmen. In meinem Fall wird es ziemlich einfach gehalten sein, bei Katja wird es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter und schicker sein. Aber wie gesagt, ich bin Oldschooler. Bei mir kommt es nur auf, was drin ist an. Also Eiweiß, Kohlenhydrate. Ich mache es nicht schick, ich brauche nicht nur hier ein Salatblatt und dort eine schicke Deko. Den Scheiß könnt ihr bei mir alles vergessen. So wie ihr es auch am liebsten habt, schnell und effektiv und nahrhaft. Wird es bei mir auch, allerdings werde ich hier noch das ein oder andere als Topping noch mit dazu nehmen, auch wenn es oldschool ist, aber wie Heiko schon sagte, auf jeden Fall ein bisschen schicker. Ich würde sagen, ich mache mal den Beginn, ich fange einfach mal an und du kannst mir schon die ersten Fragen stellen dabei. Und du kochst dann meins mit, oder? Ich koche dann deins mit. Naja, haben wir dann hier beide Platz? Haben wir. Schau. Na, oder wir machen so, wir machen das schon. Wie gesagt, das ist die Premiere, das wird alles noch ein bisschen schicker für euch gemacht. Let's go. So, jetzt muss ich bloß mal wissen, wie das Ding hier angeht. Also hier drauf drücken. Nee, hier hast du drauf gedrückt, ne? Das ist übrigens der Finn, der hinter der Kamera steht und das für euch alles produziert. Und mir immer aus der Patsche hilft hier, weil ich muss mich auch erstmal zurechtfinden. Alles klar. Ja, wir geben mal nicht ganz so viel Gas. Ich mach's mal wie zu Hause bei mir auf der 8. Ich halte das einfach wie zu Hause bei mir. So, aber zuvor muss ich tatsächlich nochmal ausmachen und die Eier vorbereiten. In der Zeit, wo ich die Eier vorbereite, also ich mache das dann tatsächlich so, stelle dann hier mir so eine Tasse rein. Hol mir einen schönen Mülleimer und dann geht's los. Die meisten, die mich verfolgen, die wissen ja, ich nehme 6 Volleier. Warum Volleier? Einfach wegen ihren Fetten, dass ich meine Fette schon drin habe. Dann berechne ich ein Vollei mit 6 Gramm Eiweiß. Ein Ei klar berechne ich allerdings nur mit 3 Gramm. Und damit ich mich jetzt hier nicht mit Eiern totschießen muss, mache ich das halt mit den Volleiern und habe gleich meine Fette mit drin beim Frühstück. So, Nummer 5. Und dann habe ich schon mal, wer rechnen kann, 6 mal 6 sind 36, also ca. 35, 36 Gramm Eiweiß drin. Von den Eiweißen, die etwas länger am Körper verweilen und brauchen. So, ich habe den Reis schon mal vorbereitet. Da machen wir die 8, habe ich gesagt. Und Öl muss rein. Öl. Ja, ich muss nicht hier, wie gesagt, erstmal. Ich wollte gerade sagen, finde ich erstmal rein, bevor ich dir die ersten Fragen hier stelle. Ja, frag ruhig noch nebenbei. Dann. Direkt schon. Also, welche Subs empfiehlst du nüchtern und welche nicht? EAAs. Also nüchtern? Also im Endeffekt alle wasserlöslichen und nicht die fettlöslichen. Die kann man auf nüchternen Magen nehmen. Ich würde ein Beispiel. Wie gesagt, die EAA ist sowieso essentiell jeden Morgen zum Frühstück. Wie viel empfiehlst du da, wie viel Gramm? Also ich bin ja nur ein Fan von Oldschool und hoch, also 20 Gramm, logisch. Okay. Mhm. Guckt mal hier, das ist normales, ganz normales TK-Gemüse. Das habe ich in der Mikrowelle vorbereitet. Das brate ich mal hier so kurz an oder bringe es auf Temperatur, besser gesagt. Mischt das mit dem bisschen Öl, was ich in die Pfanne gekippt habe. Ich habe da tatsächlich ein bisschen mehr reingemacht heute, weil ich die Pfanne nicht kenne hier. Damit mir das alles nicht anbrennt am Ende. So, dann gibt es auch schon direkt die Eier drauf. Rühreier à la Kalbach, natürlich erstmal ungerührt. Ist auf jeden Fall eine Riesenportion. So, dann gibt es bei mir Chilisalz. Dann gibt es bei mir schwarzen Pfeffer.
Also viel Saft mit den Gewürzen, da braucht ihr auch nicht sparsam sein oder gucken. Gerade im Aufbau, das ist jetzt das ist ein diätisches Aufbaugericht im Endeffekt. Weil es sind ja nur gute Sachen drin, aber ist jetzt kein Wettkampfessen. Ne? Ist ganz klar, durch die vielen Fette würde das wahrscheinlich eine 40-Wochen-Diät werden. Aber wenn man heute sagt, halt hält sie. So, nochmal mehr Salz hinzu. Und dann, ja, wie gesagt, weil ich, man kann das natürlich auch vorher schon alles verrühren. Ich mach so, weil ich bin nicht so der den hier so steht. Ne, ich bin ja kein Koch an sich. Ich habe eine interessante Frage für dich. Wenn du heute wieder jung wärst und eine Prep machen würdest, wer wäre dein Coach? Das ist ja eine Frechheit. Wenn ich heute jung wäre, ich bin Jungmenschenskind nochmal. Du bist jung geblieben, ja. Ja. Also ich sag ganz ehrlich, ich würde vieles genauso machen, auch coachtechnisch, weil in der Amateurzeit der Klaus Maibohm, also wie gesagt, absolute Koryphäe. Im Amateurbereich, einer der besten Vorbereiter im Amateurbereich. Im Profibereich würde ich dann tatsächlich auf so eine Experten wie Hanni Rambut oder Chad Nichols zurückgreifen, wenn ich mir das finanziell leisten könnte. Das wäre für mich, ja, das würde, und ich würde das versuchen wahrscheinlich auch umzusetzen, egal wie, so war ich schon immer gewesen. Also wenn es nicht passt, dann wird es passend gemacht. Ne? So, guckt mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Wenn das nicht was fürs Auge ist, dann weiß ich nicht. Alter Schwede. So, ich mag die Eier, die Rühreier in der Regel nicht ganz so hart. Deswegen machen wir mal aus an der Stelle und suchen uns eine schöne Schüssel, die ich... Aber das ist so dein Frühstück, was du jeden Tag isst, ja? Moment, geht noch weiter, junge Frau. Ah, okay. Geht noch weiter. Ich bin wieder hungrig und ungeduldig. So. Jetzt deckeln wir erstmal die... Ich hasse ja immer, wenn alles offen stehen gelassen wird. Da kommt auch schon die erste Frage rein, wann dein erstes Kochbuch kommt. Eine interessante Frage, wie ich finde. Wie denkst du darüber? Ja, das wird wahrscheinlich 2018 rauskommen. So, Leute, guckt hier. Und das Schöne ist, damit ihr auch wirklich ein Feedback bekommt, bekommt den ersten Teller der Finn, den muss der dann auch essen. Das werden wir auch filmen gleich für euch. Katja bekommt sowas Leckeres nicht, weil die... Das hat die sich nicht verdient, die hat schon ein strammes Wochenende hinter sich. Habe ich gesehen in der Story mit Pizza und so. Deswegen kriegt die so eine coolen Sachen nicht. Und ich möchte auch lieber meine Haferflocken essen. So, dann gibt es noch ein Käffchen. Wo ist mein Kaffee eigentlich? Gute Frage. Da hinten ist eine Maschine. Ja, ja. Und das ist schön, das, Katja. Und wo ist mein Kaffee? Guck mal, ich habe da schon mal was vorbereitet. Nee, alles klar. Wo willst du das okay, hinhaben? Nehme ich hier mit rüber. So, das ist Abwasch. Genau, ich kann für die Katja. Auf. Das ist, was drüber geblieben ist. So, dann gibt es natürlich noch einen Shake von mir. Den zeige ich euch auch. Und die Subs, die ich dann noch dazu nehme. Ne? Erzähl ruhig weiter mit den Fragen. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier noch haben. Welcher Muskel hat am längsten gedauert beim Training? Beine, Fragezeichen? Ja, Beine, definitiv. Also da habe ich mir so viel Zeit genommen, wie nötig war, bis ich wirklich nicht mehr laufen konnte. Wie lange hat so ein Training bei dir gedauert, so ein Beintraining? In der Regel? 2,5 Stunden auf jeden Fall. Wow. Okay. Also wie gesagt, durch den Umfang der Übung und teilweise auch die Pausen, die ich da gebraucht habe, bei den Gewichten, die ich bewegt habe, um in den nächsten Satz zu kommen. Wenn du Kniebeugen mit 250 aufwärts bis 300 Kilo machst, dann sind die Satzpausen natürlich dementsprechend länger, weil du pumpst wie ein Maikäfer und kurz vorm Sterben bist und wahrscheinlich schon eine Vorermüdungsübung gemacht hast und dann liegst du zwischen den Sätzen auf dem Boden und willst gar nichts hören und sehen und deswegen kommen die langen Zeiten zustande. Ich habe auch meistens so um die 30 Arbeitssätze gehabt, also Arbeitssätze zähle ich auch die Steigerungssätze in der Pyramide dazu, weil ich die mal bis Anschlag gemacht habe. Und also ich habe meine Sätze generell immer nicht bei 10 oder 12 aufgehört. Ja, wenn du länger kannst. Wiederholung tun einem Muskel nicht weh. So, wer hier aufmerksam zuguckt, das ist das Isoclear. Ne? Also davon nehme ich ein Scoop. Warum nehme ich zum Eiweiß noch Eiweiß? Das Isoclear ist so gefiltert, so stark gefiltert, dass es natürlich
ein sehr schnell verdauliches Eiweiß ist und dem Körper dementsprechend schnell zur Verfügung steht. Ein Ei braucht tatsächlich, glaube ich, wenn ich mich richtig belesen habe, um die 5 Stunden, bis der Körper das Eiweiß vom Ei gespalten hat. Bei Fleisch geht es sogar bis zu 8 Stunden hoch. Deswegen nehme ich zur Normalzeit im Aufbau logischerweise ein Eiweiß dazu. Und das kann man natürlich alles perfektionieren, indem ich dann noch zusätzlich EAAs reinmache. Ist kein Scheiß. Also jedes Protein hat ja von Haus aus BCAAs, EAAs drin. Uns geht es ja nur um das Leucin eigentlich, was für die Proteinsynthese an sich zuständig ist. Und Eiweiß ist nun mal für den Bodybuilder das A und O. So, da mache ich mir noch ein paar EAAs drin. In dem Fall nur ein Scoop. Wie ist es so mit Kreatin und Glutamin? Warte, Katja, du greifst mir schon wieder vor. Entschuldigung. So, mein Kreatin, wo ist da mein... Da vorne. Hier. Das ist in Kapselform jetzt da. Das nehme ich gleich dazu. Warte, ich mache mir jetzt erstmal einen schönen Shake zurecht. Und das Isoclear, das schmeckt wirklich wie so ein... Ja, wie soll man sagen? Das hat so eine Saftkonsistenz. Mhm. Liegt nicht so schwer im Bauch. Also es ist, ich habe ja eh so mit den Eiweißshakes immer so meine Probleme gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, das vertrage ich tatsächlich gut und freue mich, dass wir das mit im Shop haben. Habe da natürlich auch dementsprechend schon eingedeckt zu Hause reichlich. Habe ich hier auf, oh bitte, bitte schickt mir das alles. Nee, das Schöne ist bei Smilodox und Neosubs, da muss ich nicht groß fragen und warten. Wenn ich was brauche, kriege ich das natürlich direkt zugeschickt. Also die gehen mit ihren Athleten wirklich gut um. Hast du schon Favoriten bei deinen Shakes? So von der Geschmacksrichtung? Nee, ich bin noch gar nicht durch. Ne? Ich benutze jetzt momentan das hier. Was ist denn das? Ja, steht drauf. Lemon Iced Tea, ja. Lemon Iced Tea. Hätte aus meinem Mund kommen können. Nee, ich habe mein Fernglas gerade nicht auf. So, dann habt ihr mal gesehen. Kurze Frage vom Q&A. Wie viel Kreatin nimmst du und was empfiehlst du? Von dem Kreatin, von den Kapseln nehme ich meistens so 6 Stück und dass ich so ungefähr auf 6 Gramm komme. Mhm. Und in Pulverform nehme ich auch 50 Gramm. Also das reicht mir völlig aus. Also 5 Gramm, beim Schweren vielleicht 7 Gramm, 10 Gramm finde ich schon wieder übertrieben. Mhm. Aber gut, kann man auch nehmen, tut nicht weh. Aber alles über 10 Gramm ist natürlich Bullshit. Was das heißt, jedem Freizeitsportler würdest du so 5 Gramm dann auch empfehlen? Auf jeden Fall. Okay. Da gibt es ja dann die dollsten Theorien mit Ladephase und dies und das und jenes. Haut euch 5 Gramm rein und gut, weil manche sagen, man muss mit 15 anfangen und dann runter auf 5 gehen und 5 beibehalten. Ist jetzt grundsätzlich nicht verkehrt, aber wenn ihr mit 5 anfangt und 5 beibehaltet, passiert dasselbe. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst es tatsächlich täglich nehmen, weil Kreatin sich innerhalb von 24 Stunden wird das vom Körper wieder abgebaut. Und Kreatin ist ja dafür verantwortlich, dass die Muskelzelle mit Flüssigkeit gefüllt bleibt, dadurch ihr mehr Druck im Körper bekommt, sogar etwas stärker wird. Studien sagen bis zu 20% und ein bisschen euch voller und praller fühlt. Dafür ist Kreatin im Endeffekt zuständig. Ist auch in rotem Fleisch mit drin, aber wie gesagt, man isst ja jetzt nicht so viel rotes Fleisch als Veganer wie ich. Und eine beliebte Frage noch zum Kreatin. Gibt es einen festen Zeitpunkt, wann man, also einen entsprechenden Zeitpunkt, wann man es nehmen soll? Morgens, Mittag, abends? Oder? Also ich mache es nicht. Ich nehme es irgendwann, wenn es mir in Kram passt. Und dann hat sich die Laube. Ich habe euch auch noch mal eine kleine Auswahl von Supplementen mitgebracht, die ich dann nach dem Frühstück nehme. Die kann ich ja jetzt gleich mal davor nehmen. So, da haben wir einmal Omega 3. Wie viel Omega 3 sollte man nehmen? Faustregel pro 10 bis 15 Kilo Körpergewicht 1000 Milligramm. Also maximal 10 Kapseln. Drüber bringt dann auch nicht mehr viel. Und deswegen hauen wir uns mal jetzt 5 Stück rein und dann haue ich mir heute Abend nochmal 5 Stück rein. Also ich nehme 3 über den Tag verteilt. Nach dem Essen. Sieht man. Ja. Vielen Dank auch. Ja, und geil. Wie schmeckt's? Probier. Super. Ich kann dir auch eine Tasse geben. Nee, alles gut. Nee, jetzt habe ich eine Spucke dran. Frauen können doch nicht aus Flaschen trinken, wisst ihr doch. Da läuft immer die Hälfte wieder zurück. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal beobachtet bei eurer Freundin? Super. Die trinken okay, wir kommen vom Thema ab. Frauen trinken so. Wir kommen vom Thema ab. Ich stelle dir mal die nächste Frage, jetzt wo du gerade einen Moment... machst du Coaching und wie soll ich mich bei dir melden?
Ja, ich mache Coaching. Ich habe auch hier und da freie Coachingplätze. Bei mir ist allerdings tatsächlich das Ding, ich nehme nicht zu viele Leute ins Team auf, weil Punkt 1 ist mir meine Freizeit oder meine Zeit heilig. Punkt 2 will ich natürlich auch Qualität abliefern und versuche da auf Qualität und nicht auf Quantität zu machen, wie es viele Coaches heute bringen. Und deswegen einfach anfragen unter teamkalbach@web.de. Das wird der liebe Finn nochmal in die Beschreibung vom Video machen. Dort bekommt ihr alle Fragen beantwortet von meinem lieben Assistenzbüro, was die Katja leitet. Und im Hintergrund arbeitet nämlich die Katja komplett für mich die Termine aus. Und dort könnt ihr euch melden und wie gesagt, bekommt auf alle Fragen, die mich und das Training betreffen, natürlich frei Haus. Genau, meldet euch einfach. Weitere Frage, welche Größe trägst du bei Smilodogs? Also, ich habe gesagt, ich brauche Oversize. Ne? Ich habe immer gar nicht reingeguckt. Musst du mal reingucken. Also. Na komm. Ich kann es dir jetzt was gar nicht sagen. Ist auf alle Fälle keine XS. Warte, ich habe es gleich. 3XL. 3XL ist das. Das Schöne ist, hier gibt es wirklich Oversize-Klamotten. Mhm. Hier gibt es auch diese für die Hipster, diese Hauteng-Sachen. Da steht gerade einer hinter der Kamera. Nein, ich muss da nur einen Spruch bringen finden. Und ja, wie gesagt, also Klamottengrößen sind hier eigentlich gute vorhanden, auch für wirklich für Bodybuilder, auch was die Jogginganzüge betrifft und so. Dort ist genügend Platz für einen Kalle, habt ihr im letzten Kalle-Report gesehen. Dort sah ich aus wie ein Michelin-Männchen. Und also klamottentechnisch bekommt ihr natürlich immer zum besten Preis mit Code Heiko logischerweise. Und habe auch ab und zu mal ein paar Specials für euch, die leihe ich hier den Jungs aus dem Kreuz, damit ihr natürlich fleißig sparen könnt. Ich wollte euch noch kurz, stell mal eine Frage zwischendurch, ich bereite mal noch die paar Subs vor. Warte. Multivitamin? Ja, erzähl. Ja, wie sieht ein guter Dreier-Split aus? Hier steht Slip, aber ich glaube, der meint Split. Ein guter Dreier-Split? Aha. Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht, aber... Was würdest du denn empfehlen? Ich würde Arme, Schultern, Beine komplett, Brust, Rücken. Mal so, so aus dem Stehgreif und das zweimal die Woche. Komplett meinst du ja einmal den Quad und den Beinbeuger, weil normalerweise genau, trennst du das ja auch, ne? Genau, ich bin ein Freund. Also, wir haben hier Vitamin D3 und K2. Ich habe 2 Kapseln davon genommen. Dann habe ich Multivitamin 2 Kapseln genommen. Dann habe ich Joint Support für die Gelenke, absolut empfehlenswert. Ja. Braucht der Kalle auch tatsächlich. 2 Kapseln, kann man auch bei Bedarf abends noch mal nehmen. Und dann haben wir Vitamin C natürlich, da nehme ich 4 Gramm am Tag, 2x2. Also nicht, dass ich denke, ich habe Sprachfehler, ich habe Tabletten im Mund. So, zack. Sind das für dich die Supplemente, die du jeden Tag einnimmst? Das ist, also so die Basics sozusagen? Das sind die Basics. Ich habe natürlich noch mehr zu Hause, aber ich habe jetzt nur mal eine kleine Auswahl mitgebracht. Zum D3 und K2, vielleicht so viel in der dunklen Jahreszeit, dient das tatsächlich auch so ein bisschen als Stimmungsaufheller. Und ich bin der Meinung, da war jetzt so in den Medien viel über Skandal zu berichten. Ich weiß von Studien her, dass man 30 bis 40.000 Einheiten am Tag bedenkenlos zu sich nehmen kann. Deswegen liege ich immer so zwischen 10.000 und 20.000 Einheiten. Mhm. Meine Nieren funktionieren 1A. Ich bin, was das angeht, ziemlich gesund. Wer auf der sicheren Seite sein will, der nimmt halt nur 5.000 Einheiten. Aber alles drunter macht keinen Sinn für mich in meinen Augen, um ehrlich zu sein. So, das hatte ich ja schon kurz erklärt. Darf ich noch mal eine andere Zwischenfrage stellen? Hm? Weil hier steht ja auch eine Frau. Daher die Frage, würdest du die gleichen Dosierungen auch für eine Frau empfehlen oder machst du da Unterschiede? So für unsere weiblichen Zuschauer auch. Würde ich tatsächlich Unterschiede machen. Mhm. Ich rede jetzt so für den Durchschnittsbodybuilder von 100 Kilo. Und weiß nicht, ist das, 100 Kilo bringe ich nicht auf die Waage. Nee, aber jetzt bei den Männern meine ich. Naja, ich weiß nicht, ist das so das Durchschnittsgewicht oder sind die alle leichter heutzutage? Sie sehen auf alle Fälle leichter aus, die meisten. Ja, ja nee, die Dosierung hatte ich ja gesagt, was das Omega-3 angeht, da gibt es ja so Faustregeln, wie mit dem Wassertrinken zum Beispiel. Dort sollte man in der Regel pro 20 Kilo Körpergewicht 1 Liter zu sich nehmen am Tag, dann ist man immer auf der sicheren Seite.
Und ansonsten war das eigentlich zu meinem Essen schon alles. Ne? Ich schmeckt wie zu Hause. Ist wirklich geil, schaufelt sich gut weg. Die Gourmets unter euch, die nicht im Aufbau sind, können natürlich auch noch einen Light-Ketchup drüber machen oder irgend sowas in der Richtung, euch das noch verfeinern. Ihr könnt da noch andere Sachen reinmachen. Aber ihr wolltet ja mal sehen, so wie ich es esse zurzeit. Und das ist das halt, ne? Gibt es denn ein Lieblingsgericht, was du im Aufbau bzw. in der Diät hattest? Zwischendurch machst du ja auch mal hin und wieder so ein bisschen Diät. Gibt es da irgendwas, was dir besonders gut schmeckt und einfach ist? Was ganz einfach. Tatsächlich Reis, Pute, Gemüse. Mhm. Also das, was du früher auch mal gegessen hast? Das vertrage ich auch, weil am besten von der Verdaulichkeit her und alles belastet mich nicht so groß, weil mit zunehmendem Alter lässt natürlich auch der Verdauungstrakt nach und ist alles nicht mehr so wie beim 20-Jährigen. Und da muss man halt schon gucken. Fette zum Beispiel, die blähen mich total auf. Also da bin ich immer, fühle mich immer voll und in der Mitte träge. Und wenn ich dann so ein bisschen auf die Basics zurückgehe, Reis, Gemüse, Hühnchen, das bekommt ihr nachher vor. Immer auch, ne? Also das kann man immer nehmen. Gibt es denn auch ein Gericht, wo du sagst, das ist ein bisschen, ja, hat nichts mit Aufbau oder beziehungsweise nichts mit Diät zu tun? Ja, natürlich. Also ein Lieblingsgericht. Gut, dass du sagst, weil das kommt in einem der nächsten Kochvideos. Wäre ja dumm, wenn ich es jetzt erzähle. Das will ich ja dann, okay, ich stelle die Frage zurück. Ne, das wollen wir ja dann den Leuten zeigen. Okay. Aber da gibt es einige Sachen, auch direkt für den Aufbau. Werdet euch wundern, was man alles essen muss, um wirklich massiv zu werden. Und nicht hier diesen Lehrbuch-Scheiß, den man da teilweise euch überhelfen will. Also, so, liebe Katja. Ich würde sagen, das war es zu meinem Essen. Ziemlich einfach, ziemlich schnell. Trotzdem langes Video geworden. Jetzt kommen wir mal zu deiner Geschichte. Ich räume mal ein bisschen hier. Du räumst jetzt mal ein bisschen weg. So sieht's aus. Jetzt fang ich mal an. Ja. Brauchst du Reis? Nee, ne? Ich brauche keinen Reis. Ich habe hier schon alles positioniert. Ich kämpfe noch immer mit den Schubladen, die sich hier selbstständig machen. Der Finn ist jetzt. Sehr schön. Ich habe einen Teil meines Frühstücks heute vorbereitet. Das ist bei mir immer die zweite Portion, die ich morgens esse. Und zwar habe ich Haferflocken und trockene Haferflocken machen nicht immer ganz so viel Spaß. Trotzdem sehe ich sie sehr gerne und garniere mir das Ganze immer noch mit entsprechendem Whey. Da mache ich immer noch 30 Gramm rein. Hier sind ungefähr, wo ist denn der Löffel? Hier sind ungefähr 40 Gramm Reis, Haferflocken drin. Dazu mache ich dann nochmal ein bisschen Whey rein. Wer Lust hat, kann natürlich auch noch die leckeren Flavor mit reintun. Ich habe mich hier für Cinnamon Flakes entschieden. Sehr, sehr lecker. Nehme ich jetzt auch nochmal 5 Gramm mit rein. Sehr zu empfehlen. So, jetzt habe ich aber eine wichtige Sache vergessen. Ich habe kein heißes Wasser. Dann nehmen wir einen Wasserkocher. Du bist doch mein Hilfskoch sozusagen. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Na, ey, aber das ist wieder typisch Katja. Ich muss immer alles machen. Das Einzige, was ich nicht machen muss, ist für sie trainieren. Aber das kommt auch noch. Naja gut, du schreibst ja meine Pläne, nicht wahr? So, was kommt noch hinzu? Ich habe hier noch Flohsamenschale. Das unterstützt die Verdauung. Davon mache ich in der Regel mal so 5 Gramm rein. Lieber Finn, ich brauche einen kleinen Löffel. Vielen Dank. Oh, der ist aber so, in der Zwischenzeit suche ich mal eine Frage für dich raus. Für mich? Du kannst du rühren in der Zeit oder was du da oben machst? Ja, das muss ich tatsächlich auch tun. Ich muss das einmal umrühren. Das hat immer den schönen Vorteil, dass das Ganze nicht so sehr verklumpt, wenn wir gleich das Wasser da drauf machen. Ist auch super einfach, kann man sehr gut vorbereiten. Und ich mache das meistens immer für 2-3 Tage, stelle das dann in den Kühlschrank und wenn ich morgens dann schnell gehen muss, ist alles schon bereit. Hier ist eine Frage für mich. Wann konntest du deine Beine nach dem großen Unfall wieder trainieren? Ja, muss man. Na komm, beantworte deine eigene Frage. Obwohl, wenn du mir zuhören müsstest, könntest du auch beantworten. Was? Bin ich denn? Wenn du mir immer zuhören würdest. Ja, stell doch mal bitte die Frage. Wann konntest du deine Beine nach dem großen Unfall wieder trainieren? Ach du Scheiße. Sag mal, habe ich einen Joker? Seht ihr? Und so hören die Frauen ihr zu. Beste Beispiel hier, wir nehmen ja. Also es waren tatsächlich, wo ich dann selber meinen Reha selber gestaltet habe, logischerweise. 3 Monate danach durfte ich dann vorsichtig anfangen, so ein bisschen mit widerstandslosen Beinstrecken und solche Sachen halt. Und so habe ich mich dann reingefummelt.
und habe großes Glück gehabt, dass ich dann tatsächlich ein paar Jahre danach schon wieder mit 500 Kilo pressen konnte. Und ich finde das echt Wahnsinn, weil ich habe ja auch die eine oder andere kleine OP hinter mir und 3 Monate, das ist ja für jeden, der mal krank ist und mal 1-2 Wochen nicht trainieren kann, der weiß, wie schmerzhaft das irgendwie ist, eher vom Fitnessstudio draußen zu stehen, aber nach so kurzer Zeit, also 3 Monate, finde ich für die Verletzung, die du hattest, schon beachtlich, ja, dass du dich so schnell zurückgekämpft hast. Hier habe ich eine Frage, die du auch beantworten kannst. Ja, schauen wir mal. Wie war die eher vom Flo, also mein Stamm, der hier alle Fragen stellt, glaube ich. Flo, Grüße an dich. Erstmal danke fürs Mitarbeiten und alle anderen auch. Danke für die vielen Fragen. So, war die erste Vorbereitung für dich am anstrengendsten oder immer gleich? Mhm. Kannst du gleich mal was zu sagen am besten? Also die erste Vorbereitung ist definitiv die anspruchsvollste. Gleichzeitig... Warum? Naja, zum einen weißt du nicht, was einem erwartet. Das fand ich irgendwie, das kann vor und bitte, liebe Katja, sein. Vielen Dank. Also die erste Diät war schon hart, weil, wie gesagt, man weiß nicht, was einem erwartet. Es ist ein kontrolliertes Verhungern, eine Wettkampfdiät, muss man einfach so sagen. Und ich glaube, mein erster Spruch war, als du gesagt hast, du musst in eine Diät, war, ach, da pack ich. Ach. aber wenn man erstmal in so einer Diät drin ist, und das kann man halt einfach nicht vergleichen mit, ich nehme heute mal irgendwie 10 Kilo ab in den nächsten 3 Monaten. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Und zum einen ist es ein Vorteil, dass man nicht weiß, was einen erwartet. So finde ich das. Auf der anderen Seite war es schon sehr anspruchsvoll. Also ich kann das bestätigen. Definitiv. Wo ich meine erste Wettkampfvorbereitung hatte, habe ich mir eigentlich permanent im Weg gestanden, was aber auch normal ist. Das hat mit diesem Kohlenhydratentzug zu tun, wenn du auf Low Carb bist. Und als Amateur habe ich ja noch Low Carb gearbeitet, im Gegensatz zum, also, wo ich Profi war. Und man denkt ganz nach nur ans Essen und was man noch ins Essen reinmachen könnte. Ja. Stellt dem Trainer 1000 Fragen, geht dem Trainer brutal auf den Sack damit. Jetzt weiß ich mal, was ich meinem Trainer angetan habe damals. Komm, es wird auch immer entspannter. Wann? Zu welchem Zeitpunkt? Die letzte Diät, Mann. Ja. Und also wie gesagt, aber man muss da wirklich wissen, und das Mindset muss stimmen. Ja. Du musst ein klares Ziel vor Augen haben und dir immer vor Augen halten, dass die anderen das auch machen und mehr wahrscheinlich. Und wenn du besser sein willst als die, musst du natürlich noch eine Schippe drauflegen. Das ist dann die richtige Einstellung. Oh, hast du gesehen? Ein halbes Pfund Essen aus dem Gesicht geflogen. Aber bitte nicht in meinen. Nee, so weit bin ich nicht gekommen. Nein, also wie gesagt. Aber du. Erzähl komm weiter. So, wir kommen jetzt hier mal zu meinen Haferflocken. Also, ihr habt gesehen, ich habe ein bisschen Wasser drauf gekippt. Das sind wahrscheinlich so 200, 250 Milliliter. Das Ganze habe ich jetzt hier ein bisschen verrührt. Das lasse ich in der Regel immer ein bisschen stehen, so eine halbe Stunde, bis das, die Konsistenz dann fest wird. Und dann wird das Ganze noch schön mit, was haben wir denn hier? Ich tue das mal einmal beiseite. Ich mache meistens immer noch so ein bisschen Honig mit bei. Kannst du das bitte mal aufmachen? Wisst ihr, an was mich das so ein bisschen erinnert gerade? Na? An Wodka Lem von früher. Aber das ist sehr viel früher, oder? Nicht, dass du mir den jetzt aus der Hand reißt. Nein, ich trinke keinen Alkohol, das weißt du doch. Was soll ich machen? Ja, aufmachen. Du sollst einmal bitte aufmachen, genau. So, dann kommt da ein bisschen Zimt drüber. Du bist ja ein Fan von dem Ceylon-Zimt. Magst du mal kurz erklären, warum? Ceylon-Zimt natürlich für die Verdauung sehr, sehr gut. Vielen Dank. Bitte schön. So, dann habt ihr gesehen, ein bisschen Zimt. Huch. Dann kommt da noch ein bisschen. Honig. Ist gut, Alter. Ich esse total gerne Zimt. Übrigens also auch sehr gerne in der Zimt Diät. Zimt mit Haferflocken gibt es jetzt sozusagen. Nein, es kommen auch noch Bananen dazu. So, mache ich mir mal ein bisschen hübsch hier. Dann frische Himbeeren. Ihr könnt natürlich auch, anderes Obst nehmen wie. Mit der ich mal auch Story nehmen. Bitte? Ich mache auch Story nebenbei. Von allen Seiten, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Dann gibt es hier noch Mandelmus. Das gibt es einmal in hell und dunkel. Ich mag das Dunkle einfach etwas lieber. Allerdings, wie ihr seht, das mit der Konsistenz, man sollte das gut umrühren. Aber das ist mir heute nicht so gut gelungen. Von daher seht es mir nach, wenn es nicht so gut aussieht. Hi. Stell mal eine neue Frage, bitte. Okay. Dann kommen hier noch ein paar Nüsse dazu.
also die gesunden Fette. Wenn wir gerade beim Thema sind, Heiko, Fette, was empfiehlst du da? Was für Fette sollte man zurückgreifen? Eine halbe Sau auf Toast ist zum Frühstück wunderbar. Eigentlich noch das, was man haben sollte auf jeden Fall. Nein, die grundsätzlichen Fette. Fette, die unterscheiden sich natürlich nur grundsätzlich von Frau zu Mann. Bei der Frau sind in der Regel meistens 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht erforderlich, um die hormonellen Vorgänge intakt zu halten. Ja. Die Wettkampfathleten, die wollen das ja meistens umgehen, weil sie mit Periode und so nicht so zurechtkommen. Das kann man tatsächlich durch die Fettreduktion erreichen, indem man unter 0,8 Gramm liegt und damit sich dann die Periode und solche Sachen einstellen. Beim Mann ist es, verhält sich wieder anders. Obwohl, da könnte ich wieder den Aufhänger nehmen. Wenn du dich als Frau fühlen willst, kannst du auch 0,8 nehmen. Nein, beim Mann würde ich im Aufbau tatsächlich gar nicht drauf achten. Was sind denn so Lebensmittel? Einfach Kalorienüberschuss, weißt du ja. Ja. Und in der Diät habe ich null genommen, wirklich null. Also genau entgegengesetzt, wie es die meisten Leute heute gelernt bekommen von ihren Trainern. Das ist halt auch sehr oldschool, ne? Ja, und hat auch funktioniert. Was für Fette an Lebensmitteln würdest du denn zurückgreifen? Also wir haben jetzt hier gerade Nüsse, Mandeln. Das beantwortest du doch gleich am besten. Auf was du zurückgreifst. Ja gut, dann... Da du ja der Fettexperte bist von uns beiden. Ja, genau. Also Avocado, Nüsse, Mandelmus habt ihr ja gerade gesehen. Was haben wir noch? Leinöl nehme ich sehr, sehr gerne. Auch mal wieder hin und wieder Olivenöl. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Ja. Leinöl, gemerkt, Olivenöl, ne? Mandelmus, das hast du alles nicht gesagt. Okay. Also bevor du die nächste Frage stellst, das letzte, womit ich jetzt noch das Essen toppe, sind dann hier solche... Lakritze. Ja, total super Lakritze. Ich gehe mal hier ein Stück rum. Das sind so Schoko Crunch. Das kann man auch zum Backen nutzen. Hat das auch nichts mit Diät zu tun jetzt, ne? Nee, es ging auch nicht um ein Diätessen. Aber das war jetzt nicht die Hausaufgabe, oder? Das war jetzt nicht ironisch gemeint. Nee, das ist einfach nur... Mein Frühstück, wie kann ich Haferflocken noch mal ein bisschen toppen mit dem einen oder anderen Obst, Gemüse, Fette und somit habe ich schon meine zweite Frühstücksmahlzeit sehr gut hier abgedeckt. Okay, was wäre deine Henkersmahlzeit? Meine Henkersmahlzeit? Also meine wäre ein richtig geiles, hochwertiges Steak, American Cut geschnitten. Das wäre meine Henkersmahlzeit. Ich würde, glaube ich, eine Haxe essen wollen. Das habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Was, eine Haxe? Eine Haxe. Ach, eine Haxe. Mein Gott. Entschuldigung, mein Fehler. Eine Haxe, auf jeden Fall Fleisch. So, deine Lieblingslebensmittel früher in der Massephase. Gut, können wir ja auch, früher können wir ja für dich letztes Jahr nehmen und ich sage dann meine. Wie war das? Nochmal. Die Lieblingslebensmittel früher in der Massephase. Also bei Katja eigentlich alles, da würde jetzt die Zeit nicht reichen. Das stimmt. Ich bin überhaupt nicht krüsch, ich esse wirklich. Das ist der Inbegriff für eine aufrechtgehende Fresshaufen- und Kackmaschine. Bitte was? Sag mal, jetzt halte ich mal hier ein Stück zurück. Ich glaub's okay. Ja nicht. Bei mir, also ich sage mal, Kartoffeln, Nudeln, Gemüse, Fleisch, Eis, also Eiscreme. Diverse Supplements kennt er ja, aber so von den reinen Lebensmitteln her, Kartoffeln, Nudeln, Gemüse, Fleisch, Orangen, Eiscreme, solche Sachen, Bananen, das sind so die Favorites, mit dem Scheiß nimmst du definitiv zu. Oh Gott, mein Lieblingslebensmittel, also ich krieg's sowieso nicht gegönnt in der Massephase, auch da gibt's cleanes Essen. Aber wenn ich könnte, dann würde ich auf jeden Fall auch Eiscreme, Laugenstangen, brauche ich nicht mehr, danke. Laugenstangen ist natürlich ganz vorne mit dabei. Ich liebe Überbackenes, also alles mit Käse. Nudeln. Kleiner Einwurf, da musste ich tatsächlich, wenn ich zu Katja gefahren habe, wenn wir irgendwo hin mussten zusammen, kannst du an der Tankstelle halt noch eine Laugenstange mitbringen? Ja, an der Tankstelle. Die sind da gerade im Angebot. Oh Mann, ey. Das war meine Ausrede dafür, dass du mir eine mitbringst. So einen Dreck fressen kann. Das ist einfach lecker. Schon wieder ein Kilo. Sag mal, jetzt bleib mal weg. Ich glaube, ich muss nachkochen, wenn wir so viel rausfällt. Ich finde, du solltest mal mein Essen. Wie hat es geschmeckt, Finn? Sehr, sehr gut. Ehrlich? Finn, möchtest du jetzt von meinem probieren oder soll Heiko hier mal testen? Nee, lass den Finn probieren. Oder soll ich probieren? Wir können ja beide probieren. Ja, jeder nimmt dir einen Löffel. Nehmt euch mal einen Löffel, sagt mal, wie es euch schmeckt.
Und das Lieblingsdiätessen, hat es ja gerade schon gesagt, ne? Hühnchenreis. Oh, ist heiß, Alter. Ja, wir haben auch gerade heißes Wasser drüber gekippt. Na, wie fällt echt das lecker. Drauf? Kannst du patentieren lassen. Schmeckt wirklich gut. Schmeckt dir gut? Ja. Wow. Kann man essen. Kann man tatsächlich essen. Okay. Also richtig super lecker sogar. Weil das Süße mit dem Sauren durch die Himbeeren, geile Kombi. Ja, und durch das Mandelmus auch nochmal, es gibt auch nochmal so ein bisschen Kick, oder? Ohne dass er jetzt groß Schokolade oder sonstiges ist, das Mandelmus rundet das Ganze nochmal ab, ne? Sehr lecker. Wow, jetzt bin ich wirklich begeistert. Das hätte ich nicht gedacht. Wow, guck mal. Auf Frühstücksbasis. Oh, auf Frühstücksbasis, Alter. Stimmt. Finn, Alter, du bist so ein Verräter. Hast du denn noch was für uns vorbereitet heute? An Fragen. An Fragen? Nur an Fragen. Mhm. Das ist ein Q&A. So. Baba. Was hast du noch? Wenn du eine Wunsch frei hättest, fragt der Christian. Puh. Auf jeden Fall Gesundheit. Klingt sicherlich abgedroschen, aber ja. Definitiv. In deinem Fall auf alle Fälle sehr wünschenswert. Ja. Nee, naja, weil du ja auch noch ein bisschen was vorhast. Oh, ja. So, jetzt kommt eine Frage für mich. Warum hast du deinen Sponsor gewechselt? Wäre ja eigentlich ein heikles Thema, ist es aber für mich nicht. Kann ich auch ziemlich einfach und ehrlich beantworten. Erstmal natürlich will man sich wirtschaftlich weiterentwickeln. Wäre Blödsinn, wenn man das weglässt. Und zum anderen ist tatsächlich die Herausforderung, Neosubs, die Supplement-Marke an sich, also ich rede jetzt erstmal nur von Neosubs, mit dieser Marke zu wachsen, weil Neosubs holt sich ja jetzt nicht, schon wieder das dritte Mal jetzt, holt sich ja nicht ohne Grund die ganzen Bodybuilder ins Boot und will natürlich diesen Markt auch bedienen, was sie vorher vielleicht nicht ganz so fokussiert getan haben. Und die bei diesem Forum zu unterstützen und mit denen zusammen zu wachsen, das ist ja die Herausforderung für mich, ne? Dass ich mit meiner Reichweite auch Leute erreichen kann mit den Produkten, wo ich das eine oder andere mit kreieren kann im Hintergrund, wachsen zu lassen, wachsen zu sehen. Und bei Smilodox ist es nicht anders. Die Marke ist eine Sportklamottenmarke, die am Markt zu bringen, der breite, wie soll man sagen, der breite zugänglich zu machen. Und das sind alles so Herausforderungen. Ich mag Herausforderungen im Leben nach wie vor, obwohl ich schon jetzt so älteres Modell bin. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt auf einmal die Produkte von meinem alten Sponsor schlecht geworden sind oder sowas. Das ist totaler Blödsinn, ne? Aber ich bin dort auf so ein kleines Plateau gestoßen und ich habe noch so ein bisschen was vor im Leben. Also ich bin ja noch nicht tot. Und tot gesagt, wir leben länger. Und deswegen habe ich mich auf das Angebot von Neosubs und Smilodox eingelassen und mich dafür entschieden und freue mich brutal auf die Zusammenarbeit. Das ist eigentlich der Grund dafür, warum ich gewechselt bin. Und das ist ja, das, was wir heute machen, ist ja auch nur ein kleiner Teil von dem, was ich alles tun werde in Zukunft, oder? Ja, ich habe... Kannst du da schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Naja, wollen wir mal nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Mhm. Wir haben einige Projekte vor, wie gesagt, der Color Report, der bleibt euch erhalten, den habe ich durchgesetzt. Dann werden wir dieses Format mal gucken, wie ihr das annehmt. Wenn ihr das gut findet, dann werden wir das natürlich noch ein bisschen professioneller ausbauen. Und ich werde sehen, dass ich ab und zu mal einen Gast dazu holen kann. Ob das der Steve ist oder andere Athleten oder du, whatever. Vielleicht steht sogar mal Rami hier irgendwann neben mir und kocht mit mir irgendeinen Blödsinn. Ne? Weiß man alles nicht, steht in den Sternen. Auf alle Fälle habe ich hier viele Möglichkeiten und freue mich eigentlich. Hier in dem Haus, hier kann ich trainieren. Das Gym habe ich ja schon vorgestellt. Wenn ihr mal auf mein Einführungsvideo geht, habe ich ja mal einen kleinen Rundgang gemacht, die euch mal gezeigt soweit, was das hier für eine, ja nicht Begegnungsstätte ist, aber für einen Arbeitsplatz ist für einen Kalle. Und das ist schon ein cooler Scheiß. Ja, weiter geht's. Ich hoffe, war ausreichend beantwortet. Ich halte die Antworten eigentlich immer so kurz, immer kurz, und, ne? So kurz und knapp. Den einen oder anderen stört das. Ja. Man kennt's. Kannst du mal einen Beinstrecker und ein separates Beinbeuger-Video machen? Ja, kann ich machen. Habe ich auch schon Probanden hier, dem ich das zeige. Also anhand, ich... Ich hatte ja die Beintrainings, wie ihr wisst. Ne? Ja. Es gibt ja nicht genug Beinvideos von uns. So, dann noch eine Frage. Servus, bist du auf der FIBO?
und hat Neosubs und Smilodogs einen Stand, würde mich freuen. Ich sage, also Leute, wenn Neosubs und Smilodogs da keinen Stand hätten, dann würde irgendwas nicht stimmen. Oder es gibt keine FIBO. Also ja, 100 Pro. Und ich freue mich schon riesig drauf, wieder den Kontakt mit euch zu haben, dort ein bisschen rumzublödeln, Fragen zu beantworten, Bilder zu machen, das volle Gedeck. Also ihr findet mich definitiv dort am Stand und so Gott will, findet die FIBO dies Jahr auch statt. Ich habe jetzt zwar noch keine Termine gesehen, aber der Kalle, wenn er auf zwei Beinen laufen kann, ist er da, definitiv. Wenn ich das richtig gesehen habe, wird es sogar einen Pro-Qualifier sogar auf der FIBO geben. Ah ja, Also für mich wäre das dann das erste Mal auf der FIBO tatsächlich, weil die letzten zwei Jahre sind ja, nee, letztes Jahr war es nur im kleinen Rahmen und relativ spontan, ne? Ja. Und davor das Jahr war Corona, wow, und davor waren noch andere Sachen für mich interessanter. Also es wäre für mich das erste Mal die FIBO, wenn ich mitkomme, also auf jeden Fall Bock. Ja. Schauen wir mal. Ich würde sagen, lass mal erstmal so stehen. Ja. Ich habe noch viele, viele Fragen. Wie gesagt, beim nächsten Mal stelle ich wieder welche. Wir haben auch nur einen bestimmten Zeitrahmen hier leider, sonst wir haben uns auch ein bisschen versabbelt, ehrlich zu sein. Ja, aber das ist nicht so schlimm, weil du, wie du sagtest, das steht und fällt ja auch mit euren Kommentaren, beziehungsweise like das Video, schreibt was drunter, wie es euch gefallen hat. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Themen, die ihr euch nochmal besonders wünscht, Thema Q&A oder Essen. Und ich denke, wir werden die Rezepte nochmal mit zum Video geben, dass ihr das auch nochmal schön nachkochen könnt. Ja, und wenn ihr es nachgekocht habt, das wollte ich gerade sagen, dann gebt uns mal ein Feedback. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Absolut. Und das soll es gewesen sein. Ich sage Peace and Love and Rock'n'Roll, euer Lieblingskalle. Dankeschön fürs Zuschauen. Ladies first. Ladies first, wie immer.